Und los. So. Hallo Heimat. Bye bye Heimat. Hallo, ihr wollt rein. Bis Sonnenaufgang. Hallo, ihr wollt, es geht sofort los. Wo wir gerade hier sind, haben wir hier noch was zu tun? Ja, haben wir. Also abgesehen davon, dass wir die ganzen Bäume hier noch töten wollten, haben wir uns hier noch nicht umgesehen. Und vielleicht gibt es auch irgendwelche Inseln hier hinten. Da könnte man auch mal schauen. Okay, die Bäume können wir kurz machen. Aber was mit nach Inseln suchen, weiß ich nicht. Wenn da irgendwas ist, wird es schwierig sein. Und aus gutem Grund auf einer Insel. Bei den Bäumen ging der Säurestrahl nicht, oder? Muss ich leider mal testen. Wir sollten auf jeden Fall schon mal dich anmachen. Dich. Und dich. So, hallo Baum. Talana, mach mal einen Säurestrahl, um zu testen. Okay, Säurestrahl funktioniert. Sogar sehr gut. Oh, warum bist du nicht tot? Also. So. Ich frag mich gerade, warum wir letztes Mal so ein Problem hier hatten. Oder hatten wir da den Säurestrahl noch nicht? So. Aber ja, das ist eher unsere Kragenweite als die Wachen bei Lord Markham oder ähnliche Geschichten. Und Gold auf dem Boden, sehr schön. Kommt alles mit. Oh, keine Zauberpunkte mehr. Das ist jetzt nicht so schön. Also es geht auch so, aber es dauert ewig. Na gut, es sind nur noch drei. Dafür jetzt zu schlafen, wäre ein bisschen albern. Und die Zauber funktionieren alle gar nicht. Okay, dann halt Pfeil und Bogen. Wir haben ja Heldentum an, das müsste eigentlich für mehr Schaden sorgen. Jo, Blech kaputt. Zauberstab, den gucken wir uns auch gleich mal an. Hier sind noch recht viele andere blaue Punkte. Also, eine Rose brauchen wir nicht. Gold brauchen wir. Beeren brauchen wir nicht. Noch mehr Beeren. Noch eine Rose. Nee, es sind alles nur Kräuter. Oh, da ist noch Gold. Zing. So, und da hinten ist definitiv eine Insel. Und da sind noch mehr Bäume. Wir haben gerade gelernt, Bäume sind nicht wirklich stark. Erstmal schlafen. So. Dann geben wir jetzt die Quest ab. Das vergesse ich sonst wieder. Und danach gucken wir weiter. Aber es ist schon mal gut zu wissen, dass wir da noch eine Stelle hätten, wo wir weitermachen können. Vor allem auch eine Stelle, die einigermaßen machbar aussieht mit den Bäumen. Weil in Tartaglia haben wir diesen Weinkeller, wo eine Herrscherin des Todes auf uns lauert. Wir haben eine Trollarmee, die nur sehr schwer zu dezimieren ist. Und ja, solche Sachen halt. Es wäre zu schwer. Und Lord Markus will er natürlich noch. Da klingen so ein paar Bäume doch irgendwie ansprechender. Aber wo war jetzt unser Auftraggeber? Wie heißt du? Stiegel Snick. Näher ran so. Snick, Snick, Snick. Rehgänger. Grünsturm. Snick da oben. Also hier irgendwo im Nebel versteckt. Hier vielleicht? Luftmagiemeister, nein, das dauert noch. Hier, Infernos Haus. Was zur Hölle? Ich hab doch eben gerade hier. Ah, ne, da hinten. Hier könnten wir da auch nochmal reinschauen. Bei den ganzen Magierschulen. Jillian, das hier wird's nix sein. Ja. Kampfmagier.
Sehr gut, ihr habt die Prüfung bestanden. Die Kreaturen sind nun für immer eingesperrt und werden nicht länger die Zwerge bedrohen können. Ihr habt eure Fähigkeit sowohl im Kampf als auch in der Magie bewiesen. Stolz erkläre ich hiermit alle Schützen unter euch zu Kampfmagiern. Und alle anderen zu Kampfmagiern ehrenhalber. Herzlichen Glückwunsch und jetzt raus hier. Sehr charmant. Warte, und ein Level Up. Das sollten wir uns gleich holen. Also wenn es hier irgendwo eine Trainingsschule gibt. Willkommen in der Gilde des Geistesgilde. Lähmung heilen haben wir, glaube ich, noch nicht. Berserker, Charme haben wir schon, den Rest können wir nicht. Also kurz gucken, ob wir Lähmung heilen haben. Welche Schule ist das hier? Geist. Seele, Geist. Furcht verjagen, Charme. Nö, Lähmung heilen haben wir noch nicht. Willkommen in der Gilde des Geistes. Jetzt haben wir es. Willkommen in der Körpergilde. Gift heilen, Hammerhand. Kraftheilung. So schöne Zauber später. Körperresistenz und Gift heilen. Gift heilen haben wir. Körperresistenz noch nicht. Willkommen in der Körpergilde. Also ist zwar nur ein ganz billiger Startzauber. Aber ich denke mal, es ist ganz praktisch, alle Resistenzzauber dabei zu haben. Dass wenn man irgendwann auf einen Gegnertyp trifft, der eigentlich nur eine Art von Zauber zaubert, dass wir dann die entsprechende Resistenz gegen zaubern können. So. Schule. Macht den Meister. Perfekt. 19. Übung macht den Meister. Achso, zwei Eingänge zur selben Schule. Die allerbesten Waffen. Oh, Kompositbögen. Davon brauchen wir, glaube ich, noch welche, oder? Ja, kaufen wir mal zwei. Danke. Jo, du brauchst einen. Und du brauchst einen. Du brauchst eigentlich auch noch einen. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes? Die allerbesten Waffen. Verkaufen dich, dich und dich. Danke. Dann nimmst du den. Ich probier's gleich mal. Kommt rein. Wie kann ich euch helfen? Oh, plus 12 Intellekt. Das ist schick. Plus 11 Charisma Lederrüstung. Wir sollten vorher gucken, was genau wer braucht. Also was für ein Helm Talana hat, müssen wir rausfinden. Und Lederrüstung plus 11 Charisma für sie dann wahrscheinlich. Vielleicht kauft ihr ja nächste. So, was für ein Helm hast du? Plus 9 Zauberpunkte. Der kann weg. Was für eine Rüstung hast du? 16. Kann auch weg. Kommt rein. So. Wie kann ich euch helfen? Werden gerne dich. Werden gerne dich. Plus 26. Ich glaube den auch noch. Plus 5 Charisma verlieren wir, aber das ist mehr Rüstung. Oh, ist okay. 5 Charisma fällt nicht so ins Gewicht. Du kriegst die hier. Und du kriegst den da. Ja, doch, langsam sehen wir heldenmäßig auch. Auch wenn die teilweise ein wenig komisch aussehen. Oh ja, wir sehen episch aus als am Anfang. Kann weg, kann weg, kann weg, kann weg. Kann alles weg. Kommt rein. Wie kann ich euch helfen? War mir ein Vergnügen. Haben sie hier auch noch Magierschulen? Das sieht aus wie ein Tempel. Ja. Nee, sehe ich jetzt so nicht. Also irgendwie Feuerwasser und so weiter. Also die elementaren Schulen. Nö. Na gut. Verteilen wir Punkte. Du wolltest Reparieren erhöhen. Wolltest du noch irgendwas anderes erhöhen? Du wolltest Streitkolben erhöhen. Aber Reparieren ist wichtiger. Du noch mehr Meditation? Für noch mehr Zauberpunkte? Ja, weil der Zauber ist jetzt schon für recht viele Gegner einfach nur tödlich. Wenn er dann noch stärker wird, ist einfach nur Mana-Verschwendung. Erkennen musst du auch noch steigern. Das haben wir auch gerade rausgefunden. So. Die 5 Punkte bewahrst du dir auf. Du kannst doch Feuermagie. Nee, komm. Punkte. Wir brauchen Punkte. Du. Alchemie muss gesteigert werden. Ja.
Leda sollte eigentlich mal auf Experte werden, damit sie schnellere Erholzeit hat. So, haben wir das auch hinter uns. Du auch, verdammt. Sie bräuchte 2 Hufeisen. Dann wäre sie auch Leder-Experte. Du. Feilschen brauchen wir nicht unbedingt. Wir haben recht viel Gold. Die müssten eigentlich alle auf 7 für später. Aber erstmal will ich auch bei ihr Kette auf Experte bringen, damit die Erholzeit wenigstens halbiert wird für sie. Weil wenn wir schneller zaubern können, können wir schneller Gegner umbringen. Wenn wir schneller Gegner umbringen, können wir schneller Level bekommen und ne, kriegen dadurch schnell wieder Punkte. Wie sieht die Karte hier eigentlich aus? Sehr unaufgedeckt. ja, aber zurück zu den anderen Elf. Deja. Deja waren wir auch noch nicht. Wollen wir aber auch noch nicht wirklich. Erstmal Tolerantischer Forst. Da wissen wir, das ist unsere Kragenweite. Los geht's. Da können wir auf die andere Insel. Oh. Meine Herren, ich habe eine dringende Nachricht vom Botschafter Erasias für euch. Mir wurde gesagt, sie beinhaltet Details für ein wichtiges Ereignis, welches gerade jetzt stattfindet. Daher solltet ihr die Nachricht sofort lesen. Hier ist sie. Okay. Seid gegrüßt. Vor Jahren haben die Elfen uns in einem vergangenen Krieg bei einem Überfall ein Artefakt gestohlen. Seitdem ist es ihnen gelungen, dieses Artefakt vor uns zu verstecken. Jetzt haben sie jedoch entschieden, es zur Verwahrung in den Tolianischen Höhlen zu bringen. Wir haben unsere eigene Überfallstruppe losgeschickt, um ihnen das Artefakt zu nehmen, bevor sie es in die Höhlen bringen können. Ich bitte euch hiermit um Unterstützung für unsere Truppen, um die Rückkehr unseres Artefakts sicherzustellen. Ich danke euch, Alan Rockway. Wir wollten uns da nicht einmischen. Tulirianischen Höhlen. Ah, okay. Es wird nicht gut ankommen. Wo sind die Tulirianischen Höhlen? Müssen irgendwo hier sein. Den Rest haben wir ja aufgedeckt. Wir hatten auch was gehört von einem Geheimgang, der von irgendwelchen Höhlen in das Schloss führen soll. Mist. Aber er hat gesagt, das findet jetzt statt. Das heißt, wir müssen uns jetzt entscheiden. Helfen wir den Menschen oder helfen wir den Elfen? Wir sind primär Menschen. Unser Dorf besteht primär aus Menschen. Wir helfen den Menschen. Nicht schön, nicht schön. Also egal, wie wir entscheiden uns falsch. Weil wir uns einmischen. Na gut, wir versuchen jetzt die Höhlen zu finden, das Artefakt zu befreien und so wenig Elfen wie möglich zu töten. Also, Krieger zu töten ist nicht wirklich das Problem. Die haben sich damit abgefunden, dass sie Krieger sind. Das ist auch nicht schön, aber das ist wenigstens nicht ganz so schlimm. Aber wir werden auf keinen Fall auf irgendwelche Zivilisten losgehen. Also jetzt einfach hier durch die Stadt laufen und jeden Elfen umbringen, den wir sehen, das wäre doch ein wenig radikal. Jetzt ist es auch noch dunkel. Aber ich sehe hier nirgendwo Höhleneingänge. Ich sehe nirgendwo Truppen, die kämpfen. Das war ja, was im Brief stand. Gerade jetzt und so weiter. Hier geht's gleich weg. Ne, rutschen wir mal hier runter. Da liegt nämlich Zeug auf dem Boden. Zing. Zing. Oh, Pilze, sehr schön. Quecksilber. Noch ein Pilz. Oh, ich höre einen Kampf. Das wird der Kampf sein, der gemeint ist. Okay, hoch da. Magisches Auge an. Ja, da kämpfen sie gegeneinander. Die sind beschäftigt. Okay, wir huschen einfach in die Höhlen rein, schnappen das Artefakt und... Oh. Greifenherz von Fahrer. Ein Artefakt aus einem Elf-Mensch-Streit. Ja, okay, wir haben keine Zeit dafür. Wir laufen mal weg. Jo, wir haben nichts damit zu tun. Wir haben niemanden getötet. Wir haben niemanden verletzt. Wir haben nur ein wichtiges Artefakt für politisch sehr brisante Situationen gestohlen. Und das sollen wir jetzt zurückbringen nach Harmondale, ja? Okay. Wir
Wo waren die Elfen? Also von Harmondale aus Richtung Süden waren die Zwerge. Richtung Norden werden die Elfen gewesen sein. Also wenn wir jetzt nach Süden laufen, müssten wir nach Harmondale kommen. Ich will jetzt nicht unbedingt mit diesem brisanten Artefakt die Kutsche benutzen. In ein, zwei Tagen vielleicht, aber jetzt erstmal nicht. Und ich will mich auch nicht hier für ein paar Tage in den Bergen verstecken. Wir laufen jetzt zu Fuß zurück nach Harmondale. Geben dann der Botschafterin der Menschen die Fanfare. Hier sind überall Elfen. Okay, wir haben die Fanfare versteckt, das passt schon soweit. Und noch wird keiner wissen, dass wir das waren. So. Also genau, wir geben der Botschafterin die Fanfare. Danach, da wir uns eh schon den Menschen verschrieben haben, können wir auch nach Rassia gehen und mit der Königin sprechen. Die dann wahrscheinlich eh besser auf uns zu sprechen sein wird, weil wir die Fanfare schon besorgt haben. So, bye bye Elfenstadt. Gucken, ob wir hier wieder hin dürfen. Aber es gibt noch keinen offenen Krieg. Doch gibt es, sie haben sich gerade gegenseitig angegriffen. Ich wollte gerade sagen, wenn es nämlich noch keinen offenen Krieg gibt, dann würden die Elfen uns auch nichts tun wollen. Selbst wenn wir uns mit den Menschen verbünden. Und wenn sie sich jetzt offen auf dem Schlachtfeld bekämpfen, dann gibt es kein Halten mehr. Dann könnten die genauso gut auch hier in Harmondale einfallen. Was nicht ganz so schön wäre. Ja, was müssen wir dann gucken? Erstmal jetzt zurück zum Schloss. Botschafterin die Verfahren geben. Und dann sagt sie uns hoffentlich noch irgendetwas. Oder halt die Königin in Rassia. Ich hoffe, sie ist ein bisschen sympathischer als der Mark. Bisher die Menschen, die wir so getroffen haben, waren eigentlich ziemlich dreist. Okay, der Zwergenkönig war auch nicht viel besser, aber hey, man darf hoffen. Oh, wir können noch ganz kurz. Willkommen, tretet ein. Leere Flaschen kaufen. So. Unser Schloss. Inzwischen noch ein wenig besser hergerichtet. Macht sich langsam. Könnte noch ein Ticken höher sein, aber macht sich. Aber gut, bevor wir da jetzt reingehen und die Fanfare abgeben, wird erstmal gespeichert und wir sehen uns gleich wieder.